weiß und noch knackig kalt. Tag, heute ist Freitag, der 5. Februar 2016 und es ist wieder kalt geworden. 0 Grad sind gerade draußen. Ich habe wieder den ganzen Morgen damit verbracht, das Video zu schneiden, bin fast fertig, aber jetzt gehen wir erstmal an den Strand mit der Kleinen hier und dann, wenn ich wiederkomme, mache ich das fertig. Momentan geht es, momentan kann ich das, aber ich spiele mit dem Feuer, das ist sehr heikel. Irgendwann wird es so weit kommen, dass ich das Vlog erst ganz spät abends veröffentlichen kann und das will ich eigentlich nicht. Noch befürchtet habe, tritt jetzt schon fast ein. Ich gehe jetzt die letzte Gassi-Runde mit Cookie und in 20 Minuten muss ich allerspätestens losgehen, damit ich pünktlich auf Arbeit bin. Das Video von gestern lädt gerade zu YouTube hoch, dauert allerdings noch ein paar Minuten. Könnte sehr knapp werden und das geht so nicht weiter. Heute Vormittag dachte ich, okay, Video ist fast fertig, easy peasy, nur noch Musik zu, oder Musik hatte ich schon, nur noch die Musik anpassen. Und dann habe ich da nochmal rüber geschaut und habe mehr als die Hälfte vom Video nochmal neu bearbeitet. Und nee, das geht so nicht. Ich muss das wieder hinkriegen, dass ich das abends fertig bearbeite, dass ich morgens höchstens noch die Musik anpassen muss, aber... Also das geht so nicht, das geht irgendwann schief und ich möchte das nicht. Es zwingt mich natürlich keiner, dass ich das Video rechtzeitig da habe, aber das ist halt Mist. Heute Vormittag sagte ich nur so, dass mir irgendwann auf die Füße fällt, wenn die Videos abends nicht mehr fertig mache. Und es war heute Mittag dann, bevor ich zur Arbeit musste, schon wirklich sehr knapp.
Gut, diese Bürde habe ich mir natürlich auch selbst auferlegt. Niemand zwingt mich oder ich bin nicht verpflichtet, um 8, um 9, um 10, wann auch immer, das Vlog vom Vortag zu veröffentlichen. Aber ich will das so, denn was ich gemerkt habe, ist, dass wenn ich das Vlog wirklich um 9 veröffentlicht hatte, dass ich mich dann besser und befreiter um das Vlog von dem laufenden Tag kümmern konnte. Außerdem habe ich festgestellt, dass es Vorteile hat, wenn ich mich abends mal ransetze ans Vlog, alles importiere, vielleicht schon mal rüberschaue und ein bisschen anfange zu schneiden, aber dann nochmal eine Nacht drüber schlafe. Erstens bin ich morgens produktiver und zweitens ist so die Ruhephase zwischendurch nochmal so eine Zeit, wo man es verarbeiten kann. Wie auch immer, das war's für heute. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder. Und dran denken, liken, kommentieren, teilen, alles was ihr wollt. Ciao.